Ahoi, Österreicherinnen und Österreicher, und herzlich willkommen zurück zu OMSI 2, wieder in Wien. Diesmal allerdings mit der Streckenführung vor 2006, also bis 2005. Habe ich das richtig? Ja, ich denke schon. Und wir fahren heute von Kagran zur Invalidensiedlung. Genau, dafür müssen wir unseren Bus noch vorbereiten. Ja. Genau, schmeißen wir ihn erstmal an. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt so. Ja, ihr seht, ich kann mich jetzt auch so umschauen. Ich habe das dann mal mit meinen kleinen Helferlein eingestellt soweit. Ja, und wie ihr seht, komme ich damit auch wunderbar klar. Was ich noch nicht herausgefunden habe, ist, wie man die Sensitivität einstellt. Zoomen können wir auch. So, erstmal hier. Karte rein. Zielfolge stellen wir jetzt ein. Und zwar 1,2. Jawohl. 12 Minuten soll es losgehen. Ansagen an. Zoom zurück. Sehr schön. Lenkrad wieder drauf. So. Nach vorne schauen. Mal hier ein bisschen Beleuchtung an. So haben wir alles im Blick, oder? Gut. Würde ich sagen, fahren wir auch schon mal was vor. Gang rein, Parkbremse raus. Jawohl, was war das? 11 Minuten, komm, dann springen wir. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. 10 Minuten vor. Ja. Wir machen die Türen schon mal auf. Grüß Sie. Grüß Gott. Hallo. Ja, grüß Sie auch und so. Ja. So, den können wir nochmal auflassen, so lange. Soll ja nicht schaden. Also hoffentlich. Oh Gott, ich bin übrigens diese Strecke noch nie gefahren. Ich habe absolut keine Ahnung, wo es lang geht. Also, ja. Es könnte sehr chaotisch werden, ne? Das bitte ich zu beachten. Achso, und übrigens, ich habe auch noch etwas anderes gemacht. Ich habe die Kollisionen angeschaltet. Ob das eine gute Idee war? Ja, auch das. Da bin ich mir nicht so sicher. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Wenn alle Leute tot sind, dann wissen wir es. So, geht jetzt auch gleich los, wa? 0,1. Ah ne, 0,3. Okay, 30. Jetzt. Das zu. Warten wir noch auf die hintere. Jawohl. Und dann würde ich sagen, Abflug. So. Breitenlee, okay. Steigen Teschgasse, umsteigen zur Linie 94A. So, ja, ich glaube, wir müssen uns hier hinter diesem Bus hängen. Weil auf das andere ist irgendwie, auf der anderen Spur, ja, sehen wir gleich,
Einführungsfahrt oder Überführungsfahrt. Ich habe es gerade nicht so schnell gesehen. Schauen wir mal. Das finden wir alles raus. Also sobald das hier weitergeht. Ja. Einschubfahrt. Ja, nee. Aha. Ja, gut. Wir sind dann jetzt also... Wow. Die S-Bahn. So. Nicht zu stark bremsen, wir wissen ja. Die Wiener schreien uns sonst wieder an. Ja, wenn so ein Piefke am Steuer sitzt, ich meine, klar, haben die nicht sonderlich viel Vertrauen. Oh. Das Ding müssen wir auch anschalten, ne? Lalalalalala. Ja, Einschubfahrt rechts. Nee, das sind wir nicht. Das lassen wir mal. Oh. Ja. Sonst? Und sonst? Geht das hier auch nochmal weiter irgendwann? Oder? Aha. Natürlich. Oh, Kagran. Ja, super. Wo müssen wir? Ne, wir müssen Breitenli. Wir kommen ja von Kagran. Das hoffe ich zumindest. Habe ich natürlich nicht drauf geachtet. Was er gerade von der Haltestelle angesagt hat. Ja, 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 nee, nee. Okay. Scheint richtig gewesen zu sein. Denn sonst wäre hier wohl niemand eingestiegen. Sehr schön. Gut, dann fahren wir mal weiter. Auf den Spuren der Straßenbahn. Kakaner Platz, Kurzstreckengrenze. Aha. Kommen wir jetzt zum Kakaner Platz. Gut. Ja, du wirst ja wohl... Sie fahren so schlecht, dass die Passagiere aussteigen wollen. Ja, aber wieso? Was habe ich gemacht? Okay. Weia. Was ist denn mit dem Gelenkbus los? Das sah mir aber auch nicht sehr gesund aus. Hupala. Ja, wir warten mal, bis er da, ne, weggefahren ist. Aber er ist noch ein Dreier. Gut, die Strecken scheinen sich zum Teil zu überschneiden. Die 23a und die 24a. Ah.
Hallo. Tag. Tag. Tag, guten Tag, hallo. Tag. Tag. Guten Tag. Ja. Wonderful. Sehr schön. So. Dann fahren wir mal hier raus. Den wieder aus. Kreigasse. Umsteigen zur Linie 23A in Richtung Erstetten am Heidjörchel. Aha, da. Da splitten sich also die Linien. Dann wissen wir Bescheid. An der Kreigasse. So. Gut. Ja, nee, das war jetzt quasi, zu spät gebremst. Ja, hallo und so. Jawohl. Sehr schön. So. Markomannenstraße. Wir bitten Sie, älteren oder behinderten Fahrgästen sowie Personen mit Kleinkindern die Sitzplätze zu überlassen. Genau, da bitten wir Sie recht herzlich. Ich habe mir dann übrigens noch Hamburger Stadtbusse gekauft. Also den Citaro 2 ist das, glaube ich, auch denn. Ja, müsste, ne? Ich will da nichts Falsches sagen. Und ich habe es auch soweit jetzt hinbekommen. Zum einen, dass ich. Was soll denn das? Ja, nein, was wollte ich sagen? Zum einen habe ich es hinbekommen, dass ich das Repaint für Wien drauf gemacht habe und die Hofdateien habe ich auch übernommen hier. Aber ich bin immer noch oder ich kämpfe immer noch damit, wie man die Sprachdateien, die Ansagen richtig verknüpft. Also wenn da jemand eine Ahnung hat, mir da helfen könnte, das wäre super. Ich habe die. Bitte? Wird von Unfall. Sie haben sich in unerlaubter Weise vom Unfallort entfernt. Dies ist eine Straftat. Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie demnächst eine Vorladung bekommen. Es war ja nicht schwer, Ihren Bus zu identifizieren. Oh. Okay. ÖBB-Gartenanlage. Habt ihr irgendwas von einem Unfall mitbekommen? Das darf nicht wahr sein. Okay. Na gut. Ach so, vorhin der, auf dem Parkplatz. Oder was? Naja. Dann gibt's halt eine Vorladung, was soll's. Ja. Also ich habe die Announcements bzw. die Ansagen zwar schon in, ich glaube, ich hatte gelesen, man muss das bei den Stadtbussen. Da gibt es eine Besonderheit, dass man die in den Busordner reinlegen muss. Aber
Das hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Ich habe auch in der Hofdatei einen Eintrag mit diesem Strings gemacht. Zwerch-Eckerweg, Kurzstreckengrenze, umsteigen zur Linie 27A. Nur leider war auch das nicht sonderlich erfolgreich. Was sehr schade ist. Wer da einen Tipp für mich hat, der darf gerne... Darf den gerne in die Kommentare schreiben. Das neue Stadtfernsehen zeigt mein Wien. Aha. Mich ja beruhigt. Ja, jawohl. Dankeschön. Wunderbar. Ja, wie gesagt, also mit dem Mercedes-Benz Citaro. Oberfeld. Alles funktioniert, nur leider die Ansagen nicht. Und ich finde die doch schon recht charmant, die hätte ich gerne dabei. Also fände ich schon schön. Gnädige Frau. Tag. Jawohl. Nee. Huch. Hallo? Ich wollte sagen, das war jetzt aber nicht so toll. So. Ein bisschen Verspätung kann man, ne? Ist auch nicht so toll. Aber... Arnika-Weg. Umsteigen zur Linie 83A. Da müssen wir jetzt wohl durch. Na gut, die Ampelphasen haben uns auch noch eine ganze Zeit aufgehalten. Nein, wir sind überhaupt gar nicht über die Linie gefahren. Das war nur marginal. Ganz, ganz wenig. Boah, was soll das? Kann der nicht normal fahren? Bitte? Weil ich einen Blinker gesetzt habe oder was? Na, die kann die nicht. So. Ja, zack, perfekt. Ja. Ansonsten... Ja, ich glaube, so langsam gewöhne ich mich auch an den OMSI 2. Ich bin ja mal gespannt auf das neue Projekt. Auf den Lotus-Simulator. Soll ja der Nachfolger werden. Also der Nachfolger vom OMSI 2. Und
wiederum komplett auf der Unreal Engine basiert, die ja wirklich, was die Optik betrifft, hervorragend aussieht. Ziegelhofstraße, umsteigen zur Linie 95B. Aber auch die, was wollte ich sagen? Auch die Simulationsfähigkeit, also die Skripte, die man benutzen kann, soll sehr gut sein, also für Simulationen. Die Skriptfähigkeit etc. Lassen wir uns mal überraschen. Wann es soweit sein wird, weiß ich nicht. Es dürfte bestimmt noch eine ganze Weile dauern, fürchte ich. Na? Es ist grün, warum wartet der da? Ach so. Weil er rechts abbiegen wollte, okay. Sehr gut. Breitenlee Friedhof. Ja. So läuft es mit dem breiten Weg. Na? Hatte da nicht jemand einen Haltewunsch gehabt? Nein. Aber jetzt. Nee, jetzt auch nicht. Das war nur die Bimmel, dass die Tür richtig, dass alle Türen geschlossen sind und wir weiterfahren können. Ja. So. Breitenlee Ort, Kurzstreckengrenze. Nun gab es aber einen Haltewunsch. Was soll denn da? Huch. Was war das? Hä? Das war sehr strange. Ich habe nämlich gar nichts gemacht. Der hat einfach nach rechts gezogen. Oh, und irgendwas zischt hier aber gewaltig. Was habe ich zerstört? Agar vom Weg. Ja, öfter mal was Neues, aber das gefällt mir nicht. Ist da irgendein Warnlämpchen angegangen? Habt ihr was gesehen? Am Moment, hier ist nur 40, ne? Oder? Nee. Toll, jetzt habe ich nicht aufs Schild geachtet, weil ich mir die Knöpfe hier angeguckt habe. Das war auch sehr geschickt. Ja. Okidoki. Aha. Jetzt ist es weg. Interessant, interessant. Agrarweg. Ja, Agrarweg. Der, richtig. Es dauert aber noch ein Stück. So. Ich glaube, die
diese Folge wird ein wenig länger. Schauen wir mal. Aber bis Invalidengasse, ich denke, die fahren wir durch. Nicht wahr? So. Huch. Ja, ich wollte mal hören, ob noch alle wach sind. Schon der was war das Agraveweg? So. Das uns langsam heran. Aha. Das ist, glaube ich, zum ersten Mal, dass hier einer zusteigen möchte. Tag. Guten Tag. So, sehr schön, sehr schön. Zack. Auf geht das hier weiter ab. Agrarweg, okay. Neu-Essling, Kurzstreckengrenze. Jawohl. Das war letztes Mal unser Ziel. In der letzten Folge. Und jetzt fahren wir also noch ein Stück weiter, okay. Gut zu wissen. Oh, ich glaube, wir sind zu schnell. Jawohl. Hallo. Hallo. Na war. Na, die Türen. Jetzt. Perfekt. Also, jetzt so läuft's doch eigentlich, oder? Doch, ich finde schon. Das hatten wir auch schon mal schlechter. Thuja-Gasse. Thuja-Gasse. Na dann. Dann fahren wir mal zur Thuja-Gasse und schauen, wie es denn dort wohl aussieht. Also, fahrgasttechnisch. Nicht so grandios. Aha, einer wollte raus, jawohl. Habe ich das dann doch richtig gehört gerade? Richtung Invalidensiedlung. Speyerlinkgasse. Speyerlink, jawohl. Da speiern wir herum. Na. Ich vermute mal, dass hier 50 ist, oder? Oder ist hier 40? Normal fahren.
Bitte? Was genau meinten Sie jetzt? Sehr schön. Wunderbar, weiter. Und nette kleine Siedlungen hier so, ja. Da kann man es wohl aushalten, denke ich. Invalidensiedlung, Endstation. Bitte alle aussteigen. Ah, dann haben wir es geschafft. Ich fände es ja toll, auch wenn es so eine... Wenn es ein Wien... Oh, 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 oh. Oh, es hat keiner geschrien? Ach du Scheiße. Ja, nee, also, nee. Wir fahren jetzt weiter. Egal. Gut, den haben wir also zum Schluss nochmal touchiert. La 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 la. Tja, ich würde sagen, das war jetzt nicht so erfolgreich. Zweimal zu spät wie jetzt. Hier haben wir es doch pünktlich geschafft, oder was? Ich dachte, wir wären hier auch zu spät gewesen. Ja, wunderbar. Dann soll es das für diese Folge erstmal gewesen sein. Zwei Unfälle. Wenn ich das mal so mit dem Fernbus-Simulator vergleiche, war das ja fast gut. Okay, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, haltet die Ohren steif, habt eine geile Zeit. Ciao, Leute!